Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um einen autoverrückten Deutschen, der seine Zeit in Miami verbringt. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und zwar einen Porsche 356. Der gehört meinem Kumpel Carlos und das Auto hat mich immer schon fasziniert und deswegen möchte ich es euch ganz gerne einfach mal im Detail vorstellen. Der 356, so als kleiner historischer Rückblick, wurde gebaut zwischen 1948 und 1965. Es gab 4 Generationen davon. Und zwar das erste hieß, oder nennt man umgangssprachlich das Urmodell. Es wurde gebaut bis 1955 und war erkennbar an der zweigeteilten Frontscheibe mit dem Mittelsteg und erhältlich als Coupé und Cabriolet. Dann kam das Modell A und das Modell A wurde dann gebaut von 55 bis 59. Es hatte eine durchgehende Frontscheibe und war als Coupé, Cabriolet und Speedster, der extra für die USA entwickelt wurde, erhältlich. Ab 1958 kam dann auch noch ein Hardtop Cabriolet dazu. Das B-Modell wurde gebaut von 1959 bis 1963. Es war umfassend überarbeitet worden im Vergleich zum A-Modell, hatte unter anderem Scheinwerfer und Stoßstangen, die höher positioniert waren und dem ganzen Auto einfach ein etwas noch harmonischeres Aussehen gegeben hat. Dann kam das C-Modell und genau so eins hat der Carlos. Das C-Modell wurde gebaut von 63 bis 65. Es sah weitestgehend aus wie der B, allerdings hatte es unter anderem Scheibenbremsen an beiden Achsen und deshalb waren Lochscheibenräder montiert, die einfach für eine bessere Belüftung eben jener Bremsanlage gesorgt haben. Insgesamt sind 76.302 Fahrzeuge gebaut worden und eines davon, sagte ich, gehört dem Carlos und genau mit dem laufen wir jetzt mal um sein Auto rum. Er erzählt uns ein bisschen was zur Historie, wo er ihn gefunden hat, was sein Auto einfach so ausmacht, wie er es genießt, was für ihn das Besondere an seinem 356 ist. Übrigens nur so als kleiner Abschluss, nach dem 356 kam 1965 der Porsche 912. Der hatte nämlich dann auch einen Vierzylinder-Boxer unter der Haube, so wie der 356 zuvor. Er war also der Nachfolger, aber ja gut, der 912 steht immer noch so ein bisschen im Schatten, will ich sagen. Der Sammler ist in den letzten Jahren schon ein bisschen besser geworden. Immer noch nicht so wie der 356 zum Beispiel. Und das Auto hat natürlich verkörpert eigentlich so den Urtyp des Porsche. Gut, genug gelabert. Ich würde sagen, auf geht's. Wir schauen uns das Auto mal kurz an und dann werden wir mit Carlos darüber reden. So, meine Lieben, und da bin ich auch schon mit dem Carlos. Servus. Servus, genau. Carlos hat mal in Ingolstadt gelebt. Ingolstadt ist irgendwie In München. Entschuldigung. Ingolstadt auch, oder? Ja, es ist ja auch Bayern. Nee, ich habe noch nie. Ich habe dort gearbeitet, aber. Okay. Also, deswegen können wir Gott sei Dank Deutsch sprechen, obwohl wir in Miami sind. Aber ich bin also nicht der Einzige, der Deutsch spricht hier, neben den ganzen Touristen. Wir sind gerade in Key Biscayne, da lebt der liebe Carlos und vor uns steht sein 356. Und jetzt möchte ich ganz gerne von ihm mal ein bisschen was erfahren zum Thema Historie. Wo hast du die Gurke gefunden? Seit wann hast du sie? Und erzähl einfach mal grundsätzlich was zum Auto. Also, die Gurke heißt Charlie. Und heißt Charlie, weil der Vorbesitzer Charlie hieß, ja. Das heißt, Auto, du hast das Auto Charlie genannt oder hat der Vorbesitzer sein Auto schon nach sich selbst benannt? Nein, das Auto habe ich Charlie genannt. Okay. Der hat das Auto schon, glaube ich, 20 Jahre gehabt und in Colorado. Okay. Der war ja schon ein Porsche-Kerl, der hatte sehr viele Porsches, Speedsters und allen. Und das Auto war super gut. Davor habe ich ja dann circa 5 Jahre nach dem Auto gesucht. 5 Jahre? 5 Jahre, ja. Ich habe verschiedene Autos in Europa besucht, okay, und gesehen. Als ich noch in Deutschland gelebt habe und dann in Amerika ist es ja dann ein bisschen einfacher. Das heißt, du hast in Deutschland gelebt und hast das Auto in den USA gesucht. Du hast noch nicht hier gelebt. Ich habe das Auto in den USA und in Deutschland gesucht, als ich in Deutschland war. Und dann bin ich umgezogen und dann war das Auto da und ich habe ihn gefunden in Colorado. Okay, hast du den blind gekauft oder hast du... Fast blind, also wenn man so viele Fahrzeuge gesehen hat, besucht hat, gefahren ist, dann sieht man das Richtige und man weiß es ja, man hat so ein Gefühl, das ist das richtige Auto. Und ich habe ja auch $100 einfach hingeschickt und gesagt... $100? Ja, das ist ja aber keine große Anzahlung? Ja, nee, oder 500, ich weiß nicht. Nein, $1000 waren es. Okay. $1000 waren es. Wann war das? Das war 2014. 14, okay. Ja, ich musste nach Deutschland zurück, ich habe dann einfach einen Check geschickt über $1000. Okay. Eine Kopie von Check. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann war ich einen Monat dort, kam wieder zurück und dann sofort nach Colorado. Mhm. Das Auto hat alles gepasst. Preis hatten wir dann schon vorher ausgemacht. Ja.
Und da war die Überweisung da und ich durfte das Auto dann nicht zurückfahren, sondern wir haben, ich und ein Freund, der einen 63er hat, ja, auch drei 56er, mit einem Truck dann nach Miami gefahren. Ah, okay. Drei Tage. Okay. Drei Tage. Drei Tage. Ja gut, mit dem 356 wärst du wahrscheinlich eine Woche unterwegs gewesen. Eine Woche ungefähr und viel Benzin. Aber gut, ich meine, das Auto hätte es ja auch geschafft. Das glaube ich wohl. Das Auto ist original eigentlich schwarz, aber hat eine grüne Farbe, Oration Grün. Das ist Period Correct für ein 356A. Okay, jetzt muss ich dich da unterbrechen. Wir haben nämlich noch nicht drüber gesprochen, was genau wir hier stehen haben. Ich habe es kurz erwähnt in meinem Intro, aber ich finde, aus deinem Mund möchte ich es gerne nochmal hören. Was steht hier? Baujahr und so weiter. Das ist ein 356C. Okay, also letzte Generation, so viel haben ja meine Zuschauer schon verstanden. Letztes Jahr sogar. Ja. Macht das den noch interessanter für Leute, weil man sagt, der hat alles ausgereift oder macht das nichts aus? Auch wie die Mercedes. Ich meine, die ersten Modelle, die sind ja dann ein bisschen, sagen wir mal, roher. Und die letzten, die sind weit fortgeschritten. Wobei also, man hat Scheibenbremsen, der ist ja dann viel sicherer, der ist... Das glaube ich. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein rohes Auto, muss man sagen, auch wenn es ein 65er Baujahr ist. Weil du hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast keine Servolenkung? Keine. Du hast Bremskraftverstärker auch nicht? Nein. Das kenne ich alles aus meinem 74er. Also das Auto ist schon, aber im Vergleich zu dem B, so dem BT5, weil es gab ja dann verschiedene Bodies, ja. T1 bis T6, das ist ein T6. Der T6 war bei dem letzteren Bs und bei den Cs. Okay. Und der hatte dann, also diese Scheibe hier war viel größer, also die Übersicht war besser. Bei welchem? Bei deinem jetzt oder bei einem anderen? Bei diesem. Bei diesem, C. Okay. Und man merkt ja dann auch, dass das, die Haube ist ja dann wie ein U und nicht wie ein V. Das von dem B ist ja dann eher wie ein V und von dem A auch. Das sind ja so Kleinigkeiten. Das heißt, das ist dann hier etwas abgeschrägt quasi. Das heißt, ich habe hier so einen Winkel drin sozusagen. Ja, der geht ja dann wie ein U. Okay. So, und dann ein U und kein V vorne. Ah, okay, alles klar. Das sind so Kleinigkeiten von den C und Scheibenbremsen ist ja dann das, was der Unterschied macht. Wie man sieht, die allerersten A's, die hatten den Gastank, ja? Ja. Hier drinnen, wie das hier auch. Die allerersten A's oder das Urmodell bis 55? Das Urmodell und die A's auch. Ja. Also vielen von den A's auch. Du müsstest ja dann die Haube aufmachen, um das zu füllen. Du hast ja dann so einen Stick. Um zu schauen, ja dann, wie viel Benzin du noch hast. Das heißt, der Gastank war... Hier drinnen war ja dann so quadratisch ungefähr. Und dann bei den letzteren Modellen, der war ja dann flacher, ja. Dafür aber ein bisschen länger. Okay. Das sind ja dann so kleine Unterschiede von den Fahrzeugen. Okay. Meine, das wurde dann von 48 bis 65 gebaut. Ganz genau. Eine Menge Jahre. Das ist in der Tat richtig. Warum 356 für dich? Das muss ja ein Grund sein. Du hättest jetzt vielleicht auch einen Buckel-Volvo kaufen können. Nein. Ich müsste schon ein Porsche sein. Und weil? Weiß ich nicht. Also weil du auch Golf spielst? Nein, ich spiele kein Golf. Aber ich fahre Golf. Nee, also ich und mein Bruder, wir haben ja schon ein paar 911er gekauft. Und wir waren ja dann mit der Marke dann sehr nah. Und ein 356 war dann immer ein Traum. Und bevor die dann super mega teuer werden, wollte ich dann einfach zugreifen und ich wollte dann ein Auto haben, das keinen Rost hat und das Auto hier hat auch keinen Rost. Gut. Und das ist ja dann das Schwierigste. Und noch sehr speziell bei dem Fahrzeug ist, dass das Interieur original ist. Wow, okay. Das heißt ja dann, sowohl die Sitze, die schauen ja dann eigentlich wie neu aus, aber dann hier sieht man dann diesen Teppichboden, ist ja dann gebraucht, aber ist ja dann alles original. Ja gut, aber das Auto ist, wenn es 65 gebaut wurde, schon ein paar Jährchen alt. Jeder kann das jetzt selbst durchrechnen, wenn er möchte. Genau. Aber die meisten Fahrzeuge, die werden dann irgendwie restauriert und so neue Matten drauf gemacht und das ist ja dann nicht so... Also ich finde, Kleinigkeiten kann man durchaus machen, wenn jetzt die Sitze komplett runtergerockt werden oder sowas. Ja, das sollte sind man so schon reparieren, ja. Das würde ich auch machen, weil man sich dann einfach wohler fühlt als Fahrer. Schon sitzen wir drin. Erzähl uns was zum Innenraum. Sehr puristisch, würde ich jetzt mal so als Laie als allererstes sagen. Ja, die waren alle sehr ähnlich über die verschiedenen Modelle, kann man sagen. Es ist nicht viel da, also man sieht ja dann hier dann die Drehzahlen, hier dann die Geschwindigkeit, Öltemperatur und
die Tank, der Tank, ob der voll ist oder nicht. Ist die Tankanzeige verlässlich oder ist die eher so eine grobe Schätzung? Ist ja eine grobe Schätzung. Man muss sich vorstellen, der Tank ist ja dann sehr, sehr flach und lang. Ja? Und da drinnen, da schwimmt ja dann diese Flüssigkeit. Und je nachdem, ob man bremst oder beschleunigt. Ist ja mal voll und mal leer, oder? Ja, deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall, was ja wichtig ist und interessant ist, schau mal hier, vielleicht kannst du das sehen, dieser kleine Hebel hier. Ja, ja, sehe ich. Können das die Leute sehen. Absolut. Also so fährt das Auto, so ist der aus, das heißt, hier dann fließt kein Benzin mehr. Ist das ab Werk oder nachgerüstet? Ab Werk. Und das sind alle 356 so. Wow, okay. Ja, also die A's weiß ich nicht so, aber die B's und die C's auf jeden Fall. Und hier sieht man ein R, das ist die Reserve. Das heißt, hier an dieser Tank hat zwei Kompartiments sozusagen. Ja. Ein kleines für die Reserve, das heißt hier dann, weil das Ding hier dann nicht so genau ist von der Benzinfüllung, dann wusste man, wenn man hier dann einfach nicht mehr weiterläuft, dann kann man ja immer noch auf die Reserve gehen und dann kann man noch ein paar Kilometer fahren. Ah, das heißt aber, es ist schon so, dass er ruckeln würde dann einfach und du musst ihn umstellen auf Reserve, richtig? Ja, und also sonst geht er aus. Hast du noch ein bisschen Benzin. Das ist ja dann wie das heutige Licht, das sagt ja dann bitte tanken. Das heißt ja dann, okay, jetzt bitte umdrehen. Und für die jungen Leute, die zuschauen, da jetzt die Frage, wo ist diese digitale Restreichweitenanzeige? Der zeigt doch sicherlich irgendwo an, 50 Meilen noch, 40 Meilen und so weiter. Ja, ne? Ungefähr. Für so einen Fuß dann. Was noch? Der hat ein Nardi-Wheel. Okay. Das ist ein Original-Nardi. Normalerweise diese Fahrzeuge hatten ein Lenkrad, das ein bisschen größer war, breiter war. Gut, größer deshalb, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Weil du natürlich keine, wie du gerade gesagt hast, Servolenkung hast. Dementsprechend, größeres Lenkrad lässt sich einfach besser drehen. Das war eigentlich so das Lustige, als ich jung war und du auch, dass man, wenn man zum Beispiel Leute hatte, vorgestern genau, dass man Leute hatte, die dann in ihrem Golf 1 GTI oder sowas ein 23er Lenkrad drin hatten oder ein 26er Lenkrad. Und das war natürlich so eine Geschichte, wenn man da, das sah cool aus, aber es war halt unfassbar schwierig, dran zu drehen. Hier hast du natürlich mehr Hebelwirkung, wenn das Lenkrad größer ist. Was macht das Auto aus? Du hast gesagt, du wolltest einen 356 haben, verstehe ich, weil es auch so einer der kultigsten Porsche ist, keine Frage. Vielleicht sogar der kultigste, aber grundsätzlich, ich meine, das Fahrverhalten, war dir das von vornherein komplett egal, oder? Ja, natürlich. Ich meine, so ein altes Auto fährt ja dann nicht wie ein modernes Auto. Das ist da absolut klar. Aber ich meine, die Form, das Auto hat normalerweise vom Werk 75 PS. Der normale C, dann gab es ja nochmal den SC, der hatte 95 PS. Ja? Okay. Aber die meisten von diesen Fahrzeugen, da wurde der Motor schon mal überholt und die kriegen dann auch die 90 oder 95 PS, weil... Ich hab gelesen, das U-Modell, als er 48 eingeführt wurde, da hatte der kleinste Motor 40 PS. Und als sie 1965 aufgehört haben, hatte der größte Motor 130 PS. Aber der größte Motor war der Fuhrmann-Motor. Der Fuhrmann-Motor, der nur bei dem Carrera kam. Okay, der Carrera war das der 130 PS? Ja, und das war ja dann der gleiche Motor wie der von dem 550 Spider. Okay. Also es war ein Rennmotor. Mhm. Ja, aber die normale, sagen wir mal so, der C hatte 75 und der SC 95. Was ja eigentlich bei einem Leergewicht von was? 700 Kilo? 750? Nein, ich glaube 800 irgendwas. Ach ja, wenn wir drin sitzen, zwei Tonnen, aber... 4 Tonnen ungefähr. Nein, ja gut, aber 800 Kilo bei... Was Weihnachten sagst du? Sowieso. wenn du sagst, bei 800 Kilo 70 PS, fährt sich das deiner Meinung nach zügig oder... Ja, der ist flott, der ist echt super. Also Leute, die ich kenne und die Autos ja auch in den 60er Jahren gefahren sind, die meinten ja, nur die Porsche sind ja dann über die Berge, über die Alpen dann ohne Probleme gefahren. Ja. Die Käfer, die hatten ja schon mal ein paar Probleme, aber die Porsche, die waren ja dann immer flott unterwegs. Mhm. Also das Auto ist aber wirklich super. Also man denkt nicht dran und man kommt dann nicht drauf, dass das Auto schon 55 Jahre alt ist oder so. So, weiter geht's mit der nächsten Frage zum Thema Porsche 356. Deiner Meinung nach, worauf müssen die Leute achten? Rost. Rost. Also Rost ist ein ernstes Thema bei dem Auto, oder? Ja, ist super ernst. Ich meine, so vom Motor her, wir können ja dann hier... Sehr gerne. Erzähl uns was zum Motor, den du auch verbaut hast gleich hier. Der Motor ist Serie, oder? Der Motor ist ja dann alles Serie, nur eine elektrische Benzinpumpe hat er. Ja. Aber sonst ist er dann soweit
Serie und Original könnte man ein bisschen dann die Kabel ein bisschen aufbauen. Das ist 1,4 Liter oder? 1,6. 1,6 Liter, 70 ja. PS sagst du? Ja. Okay. Viergangschalter oder? Viergang. Die Schaltung von einem 356er ist ja nicht so präzise. Ich glaube, dann viele Fahrzeuge waren in der Zeit ja auch nicht besser. Okay. Das heißt, also worauf muss ich achten wirklich, wenn ich jetzt einen 356 suche, gibt es da irgendwelche Tipps, die du als Privatmann hättest? Ich weiß, du bist nicht die absolute Koryphäe beim 356, das ist auch in Ordnung. Du hast einfach Spaß an deinem Auto, aber die Frage ist trotzdem, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da hast du auch drauf geachtet zum Beispiel? Ja, man muss das Auto von unten anschauen, dass da nicht so viele rostige Teile sind, speziell in Europa. Diese Teile hier hinter dem Scheinwerfer, die sind immer normalerweise total verrostet. Ja? Mal gucken, ob man ich das irgendwo hier, ob man da was sehen kann, aber es wird schwierig, glaube ich. Es ist schwierig, aber ja, man kann hier dann mit der Hand rüber gehen und man merkt hier dann auch, ob da Rost ist oder nicht, ja. Oder auch mit einer Lanterne oder so, das ist ja dann sehr wichtig. Ja. Auch ein wichtiger Punkt ist hier an der A-Säule. Normalerweise dann diese Dinger, die sind total verrostet. Da muss man ja dann auch hier, da läuft ja dann Wasser runter und normalerweise steht ja auch Wasser. Ja. Und der größte Feind von einem 350er ist Rost. Okay, das heißt, das Wasser ist dann irgendwo hier wahrscheinlich reingelaufen, hier in diese Kammer rein oder dahinter gelaufen und hat sich dann einfach hier irgendwo gesammelt. Ja, und das Auto hat viele sogenannte Pockets drinnen, wo das Wasser sich dann aufsammelt. Ja. Und dann kommt ja dann einfach mehr Rost. Okay. Ja, weil der kann das einfach nicht so. Also viele Leute, die so ein Auto haben, die fahren das Auto nicht im Regen. Ich fahre das Auto auch nicht im Regen. Auch nicht hier dann über Wasser oder was auch immer. Also das ist nicht so gesund. Nicht so gesund, das glaube ich. Also teuer hier ist dann die Karosserie. Der Motor ist, ich glaube, dann sehr, sehr einfach. Mhm. Ist ja dann kein Rocket Science. Vor allen Dingen haben wir einen Vierzylinder-Boxer und nicht wie, sag mal, selbst Laien sagen sich, ah ja, Porsche, Sechszylinder-Boxer. Ja, mit dem 911 sicherlich richtig, aber davor immer, auch beim 356, dann halt logischerweise Vierzylinder-Boxer-Motoren, korrekt? Genau, Vierzylinder-Boxer. Die Leute von Emory, also ja, Emory Motorsports und speziell Willhoyt in der Nähe von L.A., die tun hier einen Sechszylinder. Entschuldigung, die nehmen einen Sechszylinder von einem 964er, die nehmen zwei Zylinder weg, ja, und packen sie dann hier rein. Ah, das heißt, ich habe dann irgendwie 180 oder 200 PS und... Keine Ahnung wie viele, aber schon ein bisschen mehr und läuft wahrscheinlich hier dann ein bisschen besser als das der Originalmotor. Mhm. Aber man muss hier dann einfach immer klopfen und schauen. Wie wichtig ist das Thema Numbers Matching bei einem 356? Würdest du sagen, das ist schon wirklich wichtig? Oder ist das Auto, weil es halt schon so alt ist, ist das dann zweitrangig, wenn der Motor mal nicht passt oder sowas? Von der Nummer zumindest. Also je nach Modell. Also die ganz frühen Modelle, wenn die Numbers Matching sind und alles original ist, die sind mega, mega teuer. Coupé oder Cabrios oder was auch immer. Die sind alle unbezahlbar. Man findet immer wieder A-Modelle dann mit einem C-Motor drinnen oder was auch immer und die kosten ein bisschen weniger. Was heißt ein bisschen weniger? Was ist heutzutage realistisch? Hier in den USA 70.000? Von was? Ein A? Nee, ich meine jetzt hier der günstigste in gutem Zustand. Was auch immer, welche Generation ist das dann? Ein C oder ein B? Ja, 70, sagen wir mal so, ab 70 dann im guten Schuss. Und dann geht es hier dann aufwärts bis auf den Carrera 2. Oder die Cabriolets sind sehr teuer. Ah, Cabrios sind teurer? Ja, und ich glaube, das teuerste müsste so ein Carrera 2 Cabriolet sein. Okay, das ist also das von Auto? Von den Cs. Von den Cs. Das heißt, das ist das nächste, was du dann kaufst, wenn du den hier verkauft hast, kaufst du dir ein Carrera Cabriolet, richtig? Nein. Da kaufe ich mir einen Spitzer davor. Ein Spitzer, sehr gut, okay. Im Interieur ist es wichtig, dass alles so original wie möglich ist, weil ich glaube, so ein Fahrzeug muss man irgendwann mal wieder umlackieren. Ja. Man muss das Ding ja dann wieder auf das Metall runtergehen und schauen ja dann, weil Rost wird irgendwann mal kommen. Sicherlich, ja. Aber das Interieur kann man immer noch behalten, deswegen ist für mich das Interieur dann auch sehr, sehr wichtig, dass das so original wie möglich ist. Ja, und man merkt ja dann sehr, sehr viele von diesen restaurierten Fahrzeugen haben zum Beispiel diese ganzen Schrauben nicht, ja?
weil es gibt eine Firma, eigentlich eine gute Firma in Kalifornien, die verkauft solche Kits. Okay. Ja? Und die kriegen sie dann nicht hundertprozentig hin. Und ehrlich gesagt, nur wenn man sehr häufig so ein Fahrzeug sieht, man merkt dann sofort, dass das nicht original ist. Ja? Das heißt, wir sprechen jetzt, ich zeige das nochmal ganz kurz im Detail, wir sprechen von diesen Schrauben, die hier entlanglaufen. Ja. Das hast du also nicht wild in deiner Garage dran geschraubt, weil das abgefallen ist, dass die Innenverkleidung, sondern... Genau, das ist original so. Das ist original bei einem Fahrzeug so und so soll es ja auch sein. Ja? Ich unterbreche dich mal ganz kurz. Ja. Geiles T-Shirt. Sag uns was dazu. Arepa Bar, was ist das? Für alle, die nach Miami kommen? Ja, das ist, wo wir uns jeden ersten Samstag des Monats treffen mit dem Porsche Club of America. Okay. Arepa Bar liegt in Wynwood District, da steht es auch. Genau. Also wenn ihr euch mal dahin verirrt, was ich mir vorstellen kann, denn Miami und Wynwood District mit den ganzen Graffitis und so lohnt sich auf jeden Fall, dann... schaut vorbei, vielleicht seht ihr Carlos, vielleicht seht ihr den 356. Genau. Noch etwas interessant von diesem Fahrzeug hier ist die Zierleisten. Die Zierleisten, die ja. Die Zierleisten, die hat nicht jeder 356er, ja? Okay. Diese, die sind normalerweise aus Alu. Ja. Der frühere Besitzer hat ja dann hier dann dieses Plastikding drauf getan. Irgendwann muss ich das Ding ja dann auswechseln. Das heißt, die werden eigentlich nur durchgehend verchromt quasi? Durchgehend verchromt. Oder poliert oder ja, was auch Ja, eigentlich nicht verchromt, sondern wie Alu poliert. Okay, ja. Ja, der scheint ja dann nicht so wie Chrom. Ja. Sind genau die gleichen wie vom Spitzer. Ah. Ja? Okay. Sind exakt genau die gleichen. Aber die Autos gab es die optional mit dieser Leiste? Das ist eine Option und auf meinem Kardex. Ja. Das heißt ja dann diese Karte, wo Lieferschein, weiß ich nicht, wie das heißt, ja dann die Karteikarte bei der Auslieferung, wo dann die ganzen Sonderoptionen von dem Fahrzeug sind. Ja. Ich habe das Original von dem Fahrzeug und da steht ja dann, dass die Zierleisten als extra bestellt worden sind. Ja? Okay. Wie ist das mit den Außenspiegeln? Weißt du, ob die Serie waren, beide oder gab es nur einen? Oder? Sehen, das ist eine Nachrüstung. Wenn ich irgendwann mal das Auto umlackiere, dann kommen dann die normale Außenspiegel. Ja? Wobei die schön aussehen, also die passen stimmig zum Auto, finde ich zumindest. Die sind von der Epoche her richtig. Ja? Also jeder hat diese Dinger gehabt in Amerika. Aber okay. Normalerweise ist der Außenspiegel hier an der A-Säule. Ah, okay, alles klar. Ja. Das heißt, der Vorbesitzer hat die irgendwann mal weggemacht. Hat ja, ich habe ihn gefragt, warum, und er meinte, weil das mein Auto war. Also, okay, ja, alles klar. Aber die Zierleisten, ich glaube, es ist sehr wichtig, weil das Auto kriegt hier dann eine andere Form. Man könnte im Internet schauen nach Porsche 356C und die meisten haben keine Zierleisten und das Auto sieht ein bisschen dicker aus. Ja? Mhm. Jetzt, das schaut ja dann eleganter und ein bisschen flacher aus. Das stimmt, das streckt ja. die Optik so ein bisschen, ja, da gebe ich dir wie recht. Wie diese Tornado-Linie bei den Audis. Ja. Ja? Das kommt von dem Oldsmobile Tornado, ist eine andere Geschichte. Kannst du dann übrigens ein Video davon machen? Mach ich. Oldsmobile Tornado. Wunderschönes Auto, erster Fronttriebler in den USA, der in Großserie produziert wurde. Ja. Ja. Genau, mein Vater hat eins. Lass mich mal die Haube aufmachen. Alles klar, gerne. Bei den 356er muss man ja dann immer ein bisschen aufpassen. Hochgehen und dann einfach fallen lassen. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt verpasst, was du mir zeigen wolltest, denn ich sehe, du hast keinen Pin hier an der Haube. Ja, genau, der kann ja dann von alleine so, wenn man den zumachen kann, bitte nicht draufdrücken, sondern man muss hier dann sanft nach oben gehen. Okay. Der macht ein bisschen Klick. Oder auch nicht? Doch. Und dann kann man den fallen lassen. Aua. Dann ist er zu. Zärtlich. Ja, gut. Kann man wieder aufmachen. Hoffentlich. Also, unter der Haube? Unter der Haube ist das Reserverad. Ist das noch das Originale, weißt du das? Original, natürlich den Reifen nicht, aber schon den Rest. Ja? Ja. Auch sehr wichtig. Ah, da ist der Batteriekasten, das ist so die typische Schwachstelle auch bei den frühen Elbern. Das ist die Schwachstelle überhaupt, ja. Okay. Und man merkt ja dann hier, wenn das Ding original ist, dann habt ihr keine Probleme mit dem Auto normalerweise, ja. Ja. Das ist ja auch bei dem auch so. Man sieht hier, ist normalerweise dann... Das Typenschild nochmal. Ja, Typenschild. Sekunde, ich versuche es gerade ein bisschen zu filmen. Schwierig, aber jetzt filmt das gerade, perfekt. Genau, also wie bei einem Elfer ungefähr. Und
wichtig bei den 3650er ist, normalerweise die Originalteile, sei es ja dann Türen oder auch Haube oder was auch immer, die haben ja die zwei letzten Zahlen von dem VIN. Aha. Ja. Aha. Die sind dann auch eingraviert. Okay. Ja. Das heißt, daran kann ich dann gucken, welche Teile vielleicht schon mal ausgetauscht wurden. Richtig, richtig, richtig. Okay. Die Fahrzeuge, die alle Teile haben, die sind sauteuer. Amerikaner werden verrückt danach, ja. Aber es ist hier ein, auch so ein kleiner Trick, ja. Man kann im Internet schauen, ja, dann wo an allen Stellen ja man diese Zahlen auch sehen kann bei den 3650er. Meine Lieben, das waren mal so ein paar Eindrücke zum 356 von dem komischen Herrn da. Ich hoffe, da war so ein bisschen was dabei, dass ihr den Wagen einfach mal kennenlernen konntet. Grundsätzlich habt ein paar, meiner Meinung nach, interessante Sachen erfahren, die Carlos so zu berichten hatte zu dem Auto. Ihr seht, glaube ich, dass er glücklich ist mit dem Ding. Ich verstehe das. Ich hätte auch gerne einen 356, ich bin aber arm und ich möchte noch keine Leber oder Niere. Ne, Niere, glaube ich, kann man verkaufen. Niere verkaufen. Er genießt es auf jeden Fall. Solltet ihr Interesse haben an einem 356, würde ich sagen, war das Video hier zumindest ein kleiner Einstieg in das Thema. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch dafür bitte, Kanal abonnieren, empfehlen und so weiter und so fort. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank. Und das internationale 356 Club, es gibt ein Treffen einmal im Jahr, wechselt mal ab. Das ist nächstes Jahr, also jetzt 2020 in München. In München? Im Mai ist es in München. Man kann vorbeischauen und Bilder machen. Das wird wahrscheinlich sehr interessant. Ich werde versuchen, dort zu sein. Herrlich. Nicht mit dem Auto. Das wäre meine Frage. Nein. Aus Colorado hat er ihn beim Kauf auf dem Anhänger gefahren, aber nach München versucht er dann natürlich so viel wie möglich zu fahren. Also, Spaß beiseite. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Danke fürs Video. Danke für deine Zeit, Carlos. Danke dir. Wunderschönes Auto. Ich werde jetzt damit Gott sei Dank auf dem Beifahrersitz wieder nach Hause chauffiert. Macht's gut und bis in ein paar Tagen zu einem neuen Video. Ciao, ciao. Servus.